Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin's Nell. In diesem Video möchte ich dir vorstellen meine absoluten Favoriten aus dem Bereich Make-up, Pflege, Kosmetik, lalala. Du bist wahrscheinlich nicht überrascht, denn ich fange mit dem an, wo ich total addicted bin. Im Moment ist es Christian Dior. Er ist überall, nur nicht in meinem Dessert. Leider, denn ich wäre super gerne in dem Restaurant von Christian Dior. Eines Tages, ich komme zurück ins Hier und Jetzt. Ich fange mit dem an, was ich bereits habe und kenne und wirklich schätze und liebe. Und das ist die Körpermilch von Christian Dior. Eine ganz neue Serie, die Solar-Serie, die jetzt in diesem Jahr rausgekommen ist und die köstlich ist. Ich gebe zu. Am Anfang war nur die Optik zählend. Ich bin ein Opfer und habe es gekauft, weil es schon Weißgold verpackt ist. Aber es ist auch total praktisch, denn diese Sprühflasche macht die Verteilung des Produkts total einfach. Ich sprühe drauf, verwische und bin fertig. Und das ist super. Ich liebe dieses Sprühzeug. Was mich noch sehr überzeugt ist, es ist ein Produkt fürs Gesicht und für den Körper gleichzeitig. Das heißt, ich brauche nicht mehr zwei getrennte Cremes. Und das gefällt mir auch sehr gut. Weniger ist mehr. Das Produkt hat eine wasserfeste Formel und ich vertrage es sehr gut im Gesicht und im Körper, wo ich eine sehr empfindliche, trockene und extrem reife Haut habe. Es zieht sehr schnell ein, ist pflegend, Feuchtigkeit spenden, hat einen Lichtschutzfaktor von 30 und schützt sowohl gegen UVA als UVB. Strahlende Duft ist so angenehm. Ich hätte am liebsten ein Parfum aus dieser Pflegeserie. Das Schöne ist, nach dem Eincremen bleibt kein Fettfilm auf der Haut. Sie wird auch nicht weißlich oder irgendwie komisch und nicht klebrig. Also wirklich, ich liebe diese Produkte und dieser Duft ist so himmlisch. Wonach riecht es eigentlich? Ich versuche das mal herauszufinden. Wahrscheinlich liege ich total daneben. Und schau mal, wie toll die Verpackung aussieht. Also dieses Glitzern macht doch verrückt. Genauso wie dieses Glitzer. Das ist ein Produkt, das zwei Phasen hat und deswegen geschüttelt werden muss. Oben ist diese klare Flüssigkeit, diese flüssige Phase und unten diese glitzernd funkelnde, bronz-goldfarbene, ölige Phase, die so pflegend ist. Und auch hier ist dieser Duft zum Dahinschmelzen. Okay, und das Vermischen dieser zwei Phasen ist optisch schon ein Genuss. Ich beobachte das jedes Mal und versuche das in der Sonne oder im Licht zu machen, damit ich all das Glitzern sehe. Auf der Haut eingetragen, es ist unglaublich. Es zieht wundervoll ein und hinterlässt einen gesunden Glow. Und wenn die Sonne drauf scheint, funkelt die Haut, als wären da irgendwie Milliarden von Diamanten drin eingebracht worden. Und das sieht so gut aus. Also ich weiß nicht, wie das gemacht wird, aber die Haut sieht danach einfach göttlich aus. Ich hatte schon unterschiedliche Glitzerglanzöle, war aber noch nie so zufrieden wie mit diesem hier. Und die Glitzerpartikel bleiben auf der Haut. Natürlich verteilen sie sich auch ein bisschen auf der Kleidung, aber sie bleiben trotzdem auf der Haut. Ich stehe manchmal am nächsten Tag auf und die Haut glitzert immer noch, was mich überhaupt nicht stört, ganz im Gegenteil. Natürlich kann ich das Gesicht nicht nur auf dem gesamten Körper verteilen. Ich mache auch die Beine super gern damit und auch die Füße, wenn man Flipflops hat, die sehen dann wunderschön aus. Irgendwie um Jahre jünger, die Falten wirken irgendwie so geglättet und gepflegt und verschwimmen so ein bisschen in diesem Glitzermeer. Und im Gesicht benutze ich das auch sehr gerne als Highlighter. Und was ich noch gemacht habe, ich habe das auch in den Haaren getestet und das ist sogar im Haar pflegend. Das Haar fühlt sich danach besser an und es glitzert auch so schön gesund. Also es ist wirklich herrlich. Und die Bräune mit diesem Öl wird irgendwie schöner. Also ich kann es schlecht beschreiben. Ich weiß, das ist fast überall ausverkauft. Ich habe das noch bei Sephora, glaube ich, gesehen, konnte man es noch kaufen. Und mich wundert es nicht, dass es überall ausverkauft ist, weil es ist einfach göttlich. Und ich kaufe es im nächsten Jahr hundertprozentig wieder und mache es bestimmt leer in diesem. Okay, nächstes Lieblingsprodukt von mir ist von Chanel. Aber zuerst noch der Duft bei Dior Solar. Das erinnert mich so ein bisschen an Feige, Tuberose, Gardenien, Apfel, Birnen, Blüten, Mandeln. Irgendwas Milchiges, Sahniges. Es ist herrlich süß, frisch, blumig. Es ist einfach göttlich. Okay, Chanel. Le Beige Fluid Highlighter von Chanel. Den habe ich in der Farbe Sunkiss. Den gibt es auch noch heller. Aber wie gesagt, ich wollte das gerade für den Sommer. Was ich sehr liebe, ist, ihn im Sommer einfach als Make-up zu benutzen. Eigentlich ist er transparent mit einem Hauch von Perlmutt, aber keine Glitzerpartikel. Es ist wirklich nur so ein bräunlicher Schimmer, der im Gesicht gezaubert wird. Sehr faltenverwischend, Poren verkleinert ist und einfach die Haut wunderschön macht. Wie gesagt, im Sommer nutze ich das eigentlich als mein Make-up-Ersatz. Im Winter entweder als Primer oder ich mische es in die Foundation mit rein. Oder ich benutze ihn nur als Highlighter. Man kann ihn nicht nur im Gesicht benutzen, auch im Körper. Aber wie gesagt, ich nutze ihn nur im Gesicht und ich liebe ihn über alles. Ich habe die Flasche vor einem Jahr gekauft und für dieses Jahr wird sie noch reichen. Und dann werde ich ihn natürlich nachkaufen, weil er toll ist. Außerdem ist er pflegend, hauchzart. Er lässt sich super gut verwenden.
verteilen, das ist sehr, sehr angenehm. Der tut meiner Haut wirklich sehr, sehr gut. Wenn ich immer als Make-up benutze im Sommer, nutze ich nur den von Sisley Paris Concealer quasi für die Augenringe und mehr nehme ich dann nicht. Im Sommer ist es eh nicht gut für meine Haut, wenn ich zu viel Make-up habe, weil wenn ich dann anfange, Wasser auszudünsten, ist das echt nur ein Malheur für den ganzen Tag und mich. Und ich mag das auf der Haut im Sommer überhaupt nicht, Make-up zu haben. Manchmal nehme ich noch ein bisschen Puder von Tom Ford und verteile das, damit es ein bisschen standhafter bleibt bei der Hitze und dem Schweiß, den ich ja nicht habe. Nein, ich schwitze nicht. Ich schwitze überhaupt nicht. Ich glänze nur. Okay, aber was mir an diesem Concealer wirklich super gut gefällt, ist, dass er sehr natürlich ist. Also er macht es wirklich, dass die Augenringe weniger sind, die ganzen Schatten weniger sind, aber sie verschwinden nicht sofort. Es ist immer noch ein natürliches und nicht so ein maskenhaftes Ergebnis. Die Schwellungen werden weniger, Anzeichen der Müdigkeit werden weniger, die Falten werden weniger. Und das Produkt kriecht nicht in die Falten rein und sammelt sich da und betont sie, sondern es ist wirklich so ein angenehmes Gefühl. Und es ist pflegend und feuchtigkeitsspendend. Also es ist genau das, was ich mir von einem Concealer wünsche. Und das ist ein cremiger Highlighter von Chanel, seine Art Balsam für die Seele und für die Haut. Es ist wirklich pflegend, Feuchtigkeit spenden und sehr, sehr angenehm. Es verschmilzt und verbindet sich mit der Haut. Ich setze ihn sehr gerne auf dem Nasenrücken ein, an den Wangenknochen, ein bisschen an den Augenbrauen, manchmal Stirn und Kinn und Lippe. Ich benutze ihn so gerne als Lippenpflegestift. Das ist wirklich ein Highlighter, der pflegend ist und Glanz erzeugt, ohne Glitzerpartikel. Es ist wirklich ein Schimmer, ein Hauch und es ist so angenehm und es klebt nicht, die Haare kleben nicht im Gesicht, wenn man den Highlighter macht, überhaupt nicht und es sieht so natürlich aus. Also es ist wirklich ein göttliches Produkt und mein absoluter Favorit. Was ich sehr gerne als Make-up im Sommer benutze, sind Lidschatten in Glitzerform, am liebsten so Gold-Brauntöne, Bronzetöne. Das finde ich sehr hübsch. Das passt zu dieser gebräunten Haut, zu diesem Sonnenschein, zu dem guten Wetter. Es macht gute Laune, es funkelt, glitzert und so ist mein Sommer. Was machst du denn? Also ich nehme seinen Lidschatten, verwische nach oben hin, lasse ich ihn auslaufen. Nur quasi am Wimpernkranz ist er ganz stark und dann verwische ich den Rest nach oben, dass es immer ordentlich aussieht, auch wenn ich schwitzen sollte oder es sehr warm ist, dass es nicht so läuft und so ungepflegt oder irgendwie dreckig aussieht, sondern immer noch seinen Hauch von Eleganz mit sich bringt. Und strahlen auf positive Art und Weise. Nicht unter dem Auge, sondern wirklich da, wo ich ihn haben möchte. Die Lidschatten von Natasha Denona mag ich total gerne. Und von Pat McGrath. Es gibt immer irgendwelche Paletten mit Goldtönen. Das muss nicht die gleichen haben. Und man braucht eigentlich gar nicht so viele, weil die meisten Goldtöne zwar beim Swatchen unterschiedlich aussehen, aber auf dem Augenlid doch sehr, sehr ähnlich sind, muss ich ja ehrlich sein. Ich habe viel zu viele Lidschatten, deswegen kaufe ich auch keine mehr. Natürlich mache ich ab und zu auch ein ausgefallenes Make-up, obwohl es Sommer ist und nehme einen Lidstrich etc. Aber wie gesagt, meistens ist es doch sehr natürlich und dezent, wenn es im Sommer ist, damit es den ganzen Tag ordentlich ist. Ich habe keine Zeit zwischendurch zu schminken oder nachzubessern. Was ich morgens mache, muss auch abends noch gut aussehen können. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut, deswegen wollte ich dir die zwei Namen empfehlen. Natasha Denona und Pat McGrath. Und so gehe ich vor. Ich mache das auch ab und zu einfach mit einem fluffigen Pinsel und verteile das dann wirklich vom Wimpernkranz einfach verwischend nach oben, dass es seinen natürlichen Effekt hat und nur seinen Hauch von Glanz mit sich bringt. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Es ist schon sehr reduziert, aber es ist der Sommer und im Sommer strahlt ihr eh, oder? Was ich leider erst in diesem Jahr entdeckt habe, aber Gott sei Dank, deswegen zeige ich dir das auch, ist von Wella Envigo Sun Protection Spray. Auch Haare brauchen Schutz vor den UV-Strahlen. Das ist gleichzeitig auch ein Farbschutz für die Haare. Es ist mit zahlreichen Provitaminen und Pflegesubstanzen ausgestattet, dass es den Haaren auch im Sommer gut geht. Es ist wirklich sehr pflegend, angenehm, duftet zwei Phasen, milchig weiß oben, unten transparent. Man muss es also gut schütteln, bevor man sprüht und dann geht es den Haar genauso gut wie dir im Sommer. Und es geht nicht so schnell kaputt. Meine Haut pflege ich im Sommer und im Winter mit selbst hergestellten Produkten. Ich habe dir das schon in ein paar Videos gezeigt, wie ich Öle selbstständig herstelle oder Cremes. Aber ab und zu mag ich auch gerne Nagellack. Nur nicht lange, das halte ich nicht aus. Ich finde, das ist immer so ein Fremdkörpergefühl. Nach 2, 3 Tagen geht es dir auch so oder nur mir. Was ich mag, sind sehr dezente Töne. Also dieser Perlmutt-Schimmer-Nagellack von Kiko, den finde ich ganz toll. Der hat seinen leicht goldrosanen Touch, je nachdem, wie das Licht eben trifft. Ansonsten
bemerkt man ihn fast gar nicht auf dem Nagel. Und das finde ich sehr elegant. Also jedes Hinter, desto besser. Ich benutze jetzt kaum teure Nagellacke, weil ich irgendwie, meine Erfahrung ist es zumindest, dass die teuren nicht besser sind als die günstigen. Ich weiß nicht, hast du andere Erfahrungen damit gemacht? Ich würde mich sehr freuen, wenn du das in die Kommentare schreibst. Plastiknägel, Shellack hatte ich noch nicht. Ich glaube, das ist nichts für mich. Es sei denn, du sagst, das ist toll, dann teste ich das gerne einmal aus. Und das ist mein Lieblingsduft für den Sommer. Neu entdeckt und gleich ins Herz geschlossen von Hermès. Der Name ist Un Jardin Solitaire, Name ist Programm. Es riecht total süßlich, aber frisch und zurückhaltend, sehr angenehm. Also gut zu ertragen in der warmen Jahreszeit. Schon ein bisschen femininer. Es ist wie ein Garten, den man betritt, voller aromatischer Kräuter, Blüten, Obstbäume. Ach, einfach erfrischend. Ich rieche immer noch so ein bisschen was Grasiges, so als würde man im Gras liegen und all die Düfte wahrnehmen und es genießen. Ach, toll. Gleich zum Träumen angeregt. Und obwohl es nur ein Eau de Toilette ist, hält es wirklich sehr lange an. Toll. Das sind also meine Favoriten aus dem Bereich Make-up, Kosmetik und Pflege für den Sommer. Vielleicht gefällt dir der eine oder andere und macht dein Leben schöner und leichter. Und vielleicht hast du einen Favoriten, den du mir empfehlen möchtest. Ich würde mich sehr freuen. Nun danke ich dir aber für deinen Besuch und deine Zeit und wünsche dir noch einen herrlich schönen sonnigen Tag. Bis bald.